Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja, der Tag danach, Tag 22, 7:30 morgens und ja, ich will mal gucken, wie es unten aussieht. Dass ich das letzte Mal gespielt habe, ist schon ein paar Tage her jetzt. Oh Gott. Gut, die Verteidigung hat leider Gottes versagt. Da sind sie durchgekommen und das war zu konzentriert auf einer Stelle hier. Also, ihr habt viele, viele Kommentare geschrieben. Vielen Dank zu der 60. Folge, zu der Feralhorde. Ich tapp mal kurz raus und das Spiel stoppt jetzt gerade mal. Viele, viele Kommentare. Viele, viele Kommentare. Genau, Plan 4RC hat geschrieben. Auf jeden Fall ist die Schrott zunächst für unten. Genau. Das ist das Problem. Also die Woodlock Spikes sind leider etwas... Ich glaube, die haben sie, glaube ich, abgeschwächt. Die sind also in der Alpha 12 wesentlich stärker gewesen. Ich spiele auch auf Insane, also das ist hier der höchste Schwierigkeitsgrad. Und das skaliert leider nicht. Also da müssten die Spikes ein bisschen mitskalieren. Das wäre natürlich geil, wenn der Damage von den Dingern dann mitskalieren würde und dann ein bisschen Ausgleich wäre. So bringt das nichts. What the fuck hat Schlimmeres erwartet nach meiner Ankündigung? Ja, ich eigentlich auch, muss ich sagen. Alpha 12 hat dieser Turm wunderbar funktioniert. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Verteidigungsanlagen. Also da muss noch ein Graben drumherum, noch eine Mauer oder verschiedene Türme. Ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat. Zombie plus Survival TV hat geschrieben. Ein Riesenkommentar. Also das, vielen Dank dafür erstmal. Das ist echt der Hammer. Genau, ich habe nicht an die Flankenabdeckung gedacht. Böser Fehler. Ja, ich hätte es vermeiden können. Das war einfach Unachtsamkeit mit dem Gesterbe. Und ja, Woodlock Spikes, ich weiß nicht, also das sind, die sind so teuer und halten dafür so wenig aus. Ich habe echt schon überlegt, mein Plan ist es eventuell, ich muss mal kurz in das Spiel reintappen, dass ich 1, 2, 3 Schichten mache von den kleineren Spikes, Woodlock Spikes ganz unten lasse und die kleineren Wood Spikes einfach noch 1, 2 Lagen draufpacke. Dass wenn die runterfallen, wenn die Dinger kaputt gehen, dass dann immer noch welche sind, die auch von der Seite Damage kriegen und so, dass die dann richtig kaputt gehen einfach. Das als letzte Instanz hier unten. Ja, ist schwierig auf jeden Fall. Drei Reihen dicke Wände müssen rein, ja auf jeden Fall, das ist schwierig. Thomas Philipp hat geschrieben, Problem an dem Turm ist, da bündelt, du bündelst alle Zombies an einer Stelle. Genau das war das Problem bei dem Ding. Er hat sich einen 8x8 Turm gebaut mit doppelter Wand und an den Ecken je 4 Türme, die ich mit Springen erreichen kann und die er mit Springen erreichen kann. Ist auch eine Idee. Also wirklich dann außen die Zombies immer hin und her locken. Das hat Manuela Pitschke auch geschrieben. Harter Kampf, ja, das war wirklich ein harter Kampf, also muss ich sagen. Auf Kopfhöhe der Zombies Iron Bars angebracht, um die dadurch abknallen zu können. Ist auch eine Idee. Problem ist, wenn die Iron Bars sind nicht sehr stark. Also das denke ich jetzt und da kommen die dann recht schnell durch. Klar kannst du viele Kopfschüsse verteilen, das geht dann recht fix. Aber wenn die an einer Stelle sind, ist es schwierig und Manuela schreibt auch weiterhin, dass sie so einen Rundlauf gebaut hat, wo man dann außen rumlaufen kann. Ist natürlich auch eine Idee, ist super. Habe ich auch, aber das funktioniert, hat nicht funktioniert bei dem Turm. Ich wünsche mir wirklich, dass man irgendwie runde Blöcke hat, wo man sich einen richtigen Turm bauen kann, wo man richtig im Kreis rennen kann. Das wäre mal richtig geil. Und Jonah Grimm hat geschrieben, ein bisschen am Wackeln war der Turm ja schon. Hast du es gemerkt, ja? Ich auch. Auf einmal war es. Hat es angefangen zu wackeln. Manuela schrieb nochmal, ganz vergessen, eine Magnum ist ein Muss. Schrotflinte streut zu sehr und macht nur unschöne Löcher in den Boden. Da hast du recht. Auf jeden Fall. Magnum hat leider nur 6 Schuss und ich überlege echt für die nächste Horde mir ein paar Slugs zu machen. Ja, muss ich mal gucken. Also vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Ich werde sie auch noch im Video bearbeiten. Klar. Was ich auch sehe, ist hier diese ganzen Cracks und so weiter, das frisst ja so viel Material wieder, das zu reparieren. Also, boah, so ganz glücklich bin ich damit noch nicht. Und wir haben aktuell ja schon ein bisschen was, aber puh. Und das war's schon wieder mit Concrete. Also wir brauchen auf jeden Fall, wenn die nächste Horde kommt, 2000 Concrete in die Tasche. Und das hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, hier mit den Wartungsklappen. Wir konnten die zwar schön looten hier unten, aber ist ja zu gefährlich, weil die Spikes so schnell kaputt gehen. Also das ist nichts. Überlegen, ob ich hier noch Iron Bars vormache und durchschießen kann man ja, durchreparieren wird man nicht können. Das ist das Problem. Und die Idee war ja eigentlich, dass ich hier unten stehe und dann, ja,
reparieren kann. Ich habe nur nicht daran gedacht, dass die Zombies dann hier drauf liegen und dann eventuell reinkommen können. Also hier, dieser Teil hier, das ist ja auch ein Block. Also ich kann nicht durch, aber die Zombies können durch. Ist auch ein bisschen blöd, ne? Ja. Also doppelte Wand hier unten ist, glaube ich, ganz gut. Problem ist, die äußere Wand kann ich dann nicht reparieren, aber ich habe dadurch hätte ich ein bisschen mehr Stütze auf jeden Fall. Und ja, was wirklich sein muss, ist eine Absicherung hier noch. Ich überlege mir noch, wie ich es genau bauen werde. Türme durchspringen. Wie weit kann man springen? 2, 3 Blocks vielleicht. Ein bisschen ausprobieren. Hier einen Turm hinbauen. Beziehungsweise vielleicht nicht an die Ecken, sondern hier wirklich an die Kanten. Da einen hin. Hier einen hin. Und da noch einen hin. Und dann hier einen hin. Das wäre eine Idee. Auf jeden Fall. Dann könnte man sich so einen zombürischen Eingang bauen. Und oder einfach mit den Iron Bars, dass man darüber läuft. Dass man die auf jeden Fall rausziehen kann oder weglocken kann oder anfängt hier die abzumurksen. Wenn der Turm dann brechen sollte, dann zack, zum nächsten Turm rüber rennt. Muss man überlegen. Wir haben jetzt Gott sei Dank ein bisschen Zeit. Ich habe die Zeit auch wieder umgestellt, jetzt auf 2 Stunden. Das ist mir einfach, ist mir entspannter. Also das mit der 1 Stunde, das habe ich eigentlich nur wegen der Aufnahmezeit gemacht, weil wenn ich mit diesem blöden Bug, wenn man sich einloggt am Tag der Horde, dass die Horde dann sofort kommt, das ist halt ziemlich kacke. Ich möchte, dass sie um 22 Uhr kommt, deswegen hatte ich das auf 1 Stunde gestellt und ich denke mal, das werde ich am Tag 27 auch wieder umstellen auf 1 Stunde, nur davor, ja, das spielt sich einfach gemütlicher und ja, das möchte ich gerne machen. Ich werde mir in Zukunft auch Mods installieren. Ich werde mir diesen Mod installieren, dass ich meine Forges abbauen kann und die mitnehmen kann und nicht komplett neu craften kann. Dann kann ich mir die hier schön aufstellen, kann hier mein wie nennt man das? Lebensmittelpunkt? Nee. Ihr wisst, was ich meine. Mein Heim hier einrichten. Und ja, das werde ich mir installieren. Und es gibt ja so viele geile Mods für das Spiel. Und ich freue mich auf die Alpha 14. Da haben sie so viel angekündigt. Sämtliche XML-Dateien überarbeitet. Also das sind die Dateien, wo zum Beispiel Rezepte drin sind und so weiter. Und wir haben fast nichts mehr. Es ist echt krass. Na, beziehungsweise wir haben eine Magnum. SMG-Receiver. Warte mal eben. Assemble. Ach, guck mal, der ist ja zack, schon mal wesentlich besser. Dann scrap ich den Mist direkt mal und ja, Raketenwerfer. Richtig geil. Was ist denn das? Ein Receiver. Boah, ich habe gerade einen leichten Schrecken bekommen. Wir haben echt... Boah, hier sieht das Ding aus. Das ist ja der Oberhammer. Warte mal, da muss ich mir eben kurz hier mein Thumbnail machen. Ja, wo ziehen wir denn mal hin? Wo sieht denn das gut aus? Geiles Teil, echt. Sollen wir mal? Ein Testschuss? Ach komm, ist nicht Silvester. Wir nehmen mal ein bisschen weiter entferntes Ziel. Das Auto da hinten. Ein bisschen Spaß muss sein. Feuer! Wie scheiße sieht denn das aus? Das sieht ja aus wie ein Komet. Aua, knallt. Cool. Kann ich nun Raketen herstellen? Rocket. Kann ich sogar tatsächlich. Rocket Casing, Rocket Tip. Ach du Scheiße. 50 Gunpowder. Und 3 Duct Tape. Rocket Casing. Okay, wie kann ich denn das machen? Ach, bestimmt oben in der Forge. Da muss ich jetzt mal gucken. Das muss ich mir anschauen. Und dann werden wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall reparieren hier. Die Verteidigung weiter ausbauen. Auch wenn ich jetzt sterbe. Hallo, nicht Rocket Launcher. Tod durch Doofheit, echt. Eieieiei, das brauche ich jetzt nicht. Ja, das ist echt, wenn du ein paar Tage lang nicht gespielt hast, ist das wieder... Muss er erstmal wieder reinkommen. Und ich brauche dringend eine neue Tastatur. Ihr hört das. Man hört sie. Das ist das Problem. Das ist eine mechanische hier, so eine Rocket Rise oder wie die heißt. Heißt die so? Ja, ich glaube. Und schreibt sich wunderbar damit, aber die ist so kacke laut. Das sind schon die leisesten mechanischen Knöpfe, die es gibt. Die muss weg. Ich brauche irgendwas
nicht mechanisch ist. Oh, die ist aber auch fast kaputt hier, ne? So, bevor ich das Baby verliere. Und ich überlege mir ein anderes Mikrofon zuzulegen. Weil das Mikrofon hier, das nimmt einfach jeden... Also jedes Geräusch auf, egal was ich mache. Und ich habe so Probleme damit, mein Gate richtig einzustellen. Das ist bei einem Atma. Ihr hört, dass dieses Abgehackte und ich überlege mir jetzt so einen Rode Procaster zu holen. Ich habe es beim Zombura gesehen. Schönen Gruß übrigens an dieser Stelle, Michi. Und das hört sich wirklich gut an, das Ding. Und für Sprachaufnahmen ist es wahrscheinlich super. Zum Singen, Musik machen ist das Ding hier auf jeden Fall richtig geil. Aber ja, für Let's Plays bin ich mir da noch nicht so hundertprozentig sicher. Jetzt habe ich wieder Trollolo im Kopf. Warum habe ich bei dem Spiel immer Trollolo im Kopf? Ich verstehe das nicht. Ey, was ist denn das? Ja, was willst du denn, Meister? Pam! In your face, biatch! Oh. Na, Mutti fängt an zu taumeln hier, wa? Geil. Batsch, auf Wiedersehen, es war so schön. Ach, ich darf ja nicht mehr singen. Entschuldigung, liebe Wuseline. Das war eine schöne Fallanimation. Zack und Ende. Oh, wieso habe ich nie länger schon früher mit der Crossbow wieder gespielt? Es macht so viel Spaß, es ist so toll. So, jetzt muss ich mal kurz gucken und überlegen. Ich mache erstmal die Taschen leer hier. Den ganzen Rotz darin. Bullet Casings und ich kann mir noch ein paar 762 Munitionsdinger machen. Ja, ich brauche auf jeden Fall die Sniper. Also Rocket Launcher ist super. Magnum ist auch gut. Shotgun ist mir immer noch meine Lieblingswaffe. Aber ich will die Sniper haben. Ich brauche die Sniper. Sniper ist einfach die geilste Waffe, die es in diesem Spiel gibt. Und auch auf diesem Schwierigkeitsgrad wirklich, man braucht die einfach. Ohne Sniper geht gar nichts. Also geht schon, aber ist halt noch etwas schwieriger. Ich bin schon wieder fast tot hier, ey. So, wir haben kurz ein bisschen heile, heile Gänschen machen. Heile, heile Gänschen. So. Zack, zack, zack. Das Baby auch mal reparieren hier. Und dann müssen wir unbedingt Papier holen. Ich habe mir mein Minibike noch nicht wieder geholt. Das mache ich auf jeden Fall noch. Aber kein gutes. Also ich werde so bei 300, 350er Qualität gucken. Und weil, ganz ehrlich, ein 600er Motor macht keinen Spaß. Da fährst du und dann hast du das Ende der Welt immer erreicht. Das Spiel braucht so lange zum Nachladen der Chunks. Das lohnt sich überhaupt nicht. Also da wirklich mit einem 600er Motor durch die Gegend zu braten, macht keinen Spaß, wirklich nicht. So, warte mal, so und so und na, das tauschen wir mal. Alles klar. Pong. Gut. Die kann ich nicht reparieren. Was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall Concrete. Mehr Concrete, also mehr Zement. Iron 1840 und vor allem auch Forged Steel. Da brauchen wir aber noch ein bisschen Clay für. Boah, sag mal. Brenn mir ein bisschen Lehm. Bom, bom, bom. Ach komm, 194. Das soll mal passen. So, was haben wir hier? Oh, 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 oh. Das sieht ja gut aus. Ganz viele Gläser, perfekt. Kein Stein mehr. Aber wirklich viel Glas, wirklich wahnsinnig viel Glas. Und viel LED und das ist so eine, ja, so eine Forge. Ja, weißt du was, weißt du was? Ging da 1000 rein? Ich weiß das gar nicht mehr. Tatsächlich. Ja, dann geben wir hier auch mal ein bisschen Feuer. Iron, Stone, Clay haben wir 0. An den Jar hieß das ja, ne? Jar. Ach, brauchen wir auch Clay für. Ne, brenn erstmal den Stein durch. Hier haben wir nur Clay drin und nichts anderes. Das heißt, da schmeißen wir auch noch ein bisschen Stein rein. Dann können wir da wieder Zement machen auf jeden Fall. Aber du kriegst jetzt nur die Hälfte und dann auch die Hälfte an Brenndauer.
Und wir freuen uns wieder auf unsere lieben Emmas, wenn sie denn kommen. Und sie werden kommen. So, auch du. Und genau, mach mir Zement. Und dann haben wir auf jeden Fall viel... Was ist denn das? Ein Lump of Clay ist übrig geblieben. Oh mein Gott. Hier mache ich mal ein bisschen Steel. Wofür werde ich da aber nicht brauchen. Schmelz. Ironstone. Zement. Ironstone, Zement. Zack. Oh, das reicht gerade erstmal, um die gröbsten Wunden zu lecken hier, wirklich. Und was machen wir mit dir hier? Nicht viel. Bisschen Scrap Iron. Das können wir machen. Was braucht der? 25 Sekunden? Okay. Okay, gut, super. Dann schmeiße ich mal eben die Waffen weg, beziehungsweise pack sie dann in den... Oh, haben wir noch Zement? Ich schmeiße die dann in die Waffenkiste, wo sie hingehören. Und Crushed Sand. Ach, wunderbar. Zack, das darüber. Ich kann dich auch mal eben scrappen. Das wird noch ein bisschen dauern. Okay, zack, zack. Und dann müssen wir wieder Material beschaffen auf jeden Fall. Wir brauchen wieder viele, viele Steine. Wer hätte es gedacht? Wir brauchen wieder unendlich viel Zement und Holz. Und ich habe unten in der Kiste auf jeden Fall noch was drin. Was ist denn mein Bein? Na egal, ich frage gar nicht. Warum ist mein Bein gebrochen? Will ich überhaupt gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Kein Stoff. Und dann werden wir unsere Farm ein bisschen ausbauen und ganz gemütlich hier vor uns hin wuseln. Da, 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 da. Da rennt wieder jemand. Bestimmt eine Emma. Ja, Sniper-Teile. Sniper-Barrel haben wir. Kurz umschalten da unten. Da, 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 da. Rocket Launcher, Receiver, Rocket Launcher. So, so. Und die Raketen dahin, Raketen. SMG brauche ich erstmal nicht. Und zack, 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 das darüber. Pipe Bomb ist ja auch sehr gut. Pistole kann auch erstmal weg. Pistolette und Magnum brauche ich aktuell auch nicht, weil ich hab keine Munition. Und ich brauche, also da habe ich ein bisschen was. Schießpulver kann ich ohne Ende machen. Wir brauchen unbedingt Papier. Ganz dringend Papier. Wirklich viel, viel, viel Papier. Und dafür brauche ich das Minibike und dafür brauche ich Benzin. Das restliche Benzin, was ich hatte, ist in der Kettensäge versenkt. Ja, und Federn brauchen wir. Also jetzt ist wieder viel Farmarbeit angesagt, aber ich freue mich drauf. Das wird gut. Habe ich da noch irgendwo Stoff? Bestimmt in so einer Kiste hier, ne? Boah, die sind aber hoch. Warum bist du denn da oben drin? Wasser. Nö, nö, nö. Nö. Au, oh, guck mal, 1000 Benzin. Wo kommt das her? Egal. Nicht fragen. Nehmen. Freuen. Ich spiele ein bisschen am Gate rum, weil ich höre gerade selber mit und ab und zu ist es halt noch ein bisschen abgehackselt. Da ist, ach Gott sei Dank, siehst du, Splint? Splint ist wichtig. Da ist noch Holz auf jeden Fall. Ach Gott sei Dank, ja, super. Cobblestone haben wir noch ohne Ende. Da Bäume. Genau, irgendwann hat geschrieben, ich brauche für die Red Wood Planks brauche ich keine größeren Themen mehr. Tatsächlich, was ist denn das für ein Dreck? Wie kann ich aus einem normalen Holz rotes Holz machen? Mit meinem eigenen Blut oder was? Wenn ihr eine Antwort auf diese Frage habt, dann schreibt sie auf jeden Fall bitte rein. Genau, dann würde ich sagen, hole ich mir in der nächsten Folge oder in der Pause der Folge in der Zwischenzeit, offline, mein Gott, mein Minibike wieder. Und dann werden wir auf Tour gehen. Da, guck mal, die sind alle wieder neu gespawnt hier, ne? Oh, schade. Muss ich doch draufhalten. Ne, ich glaube, der ist zu kurz. Ich glaube, der ist zu kurz. Okay, dann dreht der ab. Im letzten Moment, das ist unglaublich. Der Affe. Schön viel Baumwolle. Und dann machen wir uns nochmal komplett Samen draus und pflanzen hier nochmal ein neues Baumwollfeld an.
Da, 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 da. Recipes, Cotton Seeds und bitterschön. Ja, das geht fix. Zack, auf die 2. Na, irgendwer kommt da doch. Und dann müssen wir unbedingt gucken, dass wir Papier kriegen. Papier, Papier, Papier. Ganz viel Papier brauchen wir. So. Wenn ich mal immer ein Zeltlager zwischendurch finde, dann mache ich das platt. Aber dann wird es jetzt mal langsam wieder Zeit zum Erkunden. Auf jeden Fall. Jetzt hier viel Zeit an der Base verbracht. Ich werde die noch so weit reparieren, wie es geht, wie die Materialien zulassen. Und vor allem auch Gunpowder herstellen ohne Ende. Wir brauchen ja wirklich viel Gunpowder. Auch gerade für Slugs. Slugs sind ja so, Entschuldigung, arschteuer. Da wollen wir richtig viel von. Los, 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 ihr kleinen Bomberpflanzen, geht in die Erde rein hier. Mein Gott. So und so. Bitteschön. Das wird ein schönes Feld. Okay, gut, ich kann mir schon mal wieder... Das ist... Also materialtechnisch verschlingt das Spiel jetzt so viel. Das ist der absolute Wahnsinn. Und in Anbetracht dessen, dass es wirklich lange dauert, zum Beispiel Zement einzuschmelzen oder die Steine einzuschmelzen, Zement zu machen, finde ich die 2 Stunden doch schon wesentlich angenehmer, muss ich sagen. Und vor allem Alkohol, ne? Grain Alkohol und da braucht man auch echt viel Wasser für. Wo habe ich denn meine frisch gemachten Gläser hier? Jar, da brauchte ich auch Clay für, ne? Warum zur Hölle habe ich denn den Clay nicht mit hier reingeschmissen? Ich war wieder nur auf Steine aus hier. Steingeil, würde ich sagen. So, mach mir Clay. Gut, dann können wir uns da wieder ein paar Gläser herstellen. Ich habe nochmal 9. Okay, das eine kommt wieder rüber. 1, 2, 3, 4. 60 Gläser schon mal. Da können wir wieder ein bisschen Alkohol herstellen. Und die mache ich mal eben voll. Und dann gucken wir, dass wir auf jeden Fall Papier finden, uns aufmunitionieren und uns auf die 28er Horde vorbereiten. Also die 21er war schon, ja, war schon echt knackig, muss ich sagen. Ich bin mal sehr gespannt, wie die danach wird. Jetzt nimmt er den ganzen Block weg, ist ja nicht wahr. Gluck, gluck. Ey, Wasser bleibt da. Das ist alles weg, guck mal. Außer das bisschen hier, also... Ich sollte vielleicht doch mal drüber nachdenken, mir diese unendliche Wasserquelle zu bauen. Ich meine, realistischer ist es ja so, ne? Das Wasser verschwindet ja irgendwann, das muss ja verschwinden, weil... Wenn du wenn du Wasser abschöpfst, dann verschwindet das einfach, das ist so. 5 Minuten! 5 Minuten! Ich mach mal 7 Minuten, weil... das teilweise sehr komisch ist ja. Und dann, ja, überlege ich mir mal, wie wir das Baby hier noch besser geschützt bekommen. Also ich denke mal so 1, 2, 3, 4 kleine Türmchen, die müssen ja auch nicht groß sein. Das reicht ja, wenn die 2x2 sind zum Beispiel. 2x2 Pfähle. Ja, obwohl 2x2, 3x3 doch lieber. Verstinkt natürlich exponentiell, keine Ahnung, wie es heißt. Wesentlich mehr Rohstoff auf jeden Fall. Überlege ich mal. Ich überlege mir das mal. Der Turm steht auf jeden Fall noch, das ist die Hauptsache. Und wir haben ein bisschen Action gehabt da unten. Mein Wald ist auch bald fertig zum Abholzen. Das gibt, glaube ich, mal 30.000 Holz? 40.000? Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall genug. Und ja, ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Das war eine etwas ruhigere Folge heute. Aber man muss sich ja erstmal wieder sammeln und aufraffen nach so einer spannenden, actionreichen Horde. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr geile Ideen habt, was ich hier noch verbessern könnte, zum Beispiel. Ihr könnt ja gerne mit einbringen. Ich werde es dann überlegen und mit umsetzen auf jeden Fall. Und ja, heizen wir den bösen. Versuch mal böse und blöde gleichzeitig zu sagen. Da wirst du bescheuert bei. Den bösen Viechern einzuheizen. Bis morgen. Macht's gut. Ciao.